Ja, das ist der Präsident und ich glaube, so ganz glücklich ist er trotzdem, dass heute Trainingsauftakt ist. So glücklich kann er nicht sein. Die Aktion Kauter beschäftigt die Fans, das Präsidium glaube ich erst recht. Also erstmal freuen wir uns, dass die Jungs, die da sind, dass sie da sind, dass sie gesund sind. Die Stimmung vor der Kabine war echt toll gewesen, die sind heiß drauf. Klar, die Sache Kauter ist für uns nicht ganz verständlich. Wir hatten einen klaren Vertrag, er wollte auch zu uns kommen, hatten ja keiner gezwungen. Jetzt kam der Anruf, jetzt selber prüfen, wie wir damit umgehen. Welche Möglichkeiten gibt es für Energie, auch rechtliche? Nur abrufen. Wir haben jetzt die Info gestern bekommen, wir hatten letzte Woche schon die erste Info bekommen, haben mir da drei Möglichkeiten aufgezeigt. Gestern kam die endgültige Absage, also werden wir rechtlich prüfen, was möglich ist, aber wir werden uns das, so wie es gelaufen ist, nicht bieten lassen. Die Frage Co-Trainer ist auch noch offen. Klärt sie in den nächsten drei Tagen. Ja. Spieler, wie sieht's aus? Der Kader, ich habe jetzt gerade mal durchgezählt, ich glaube inklusive der Torhüter sind es genau 20 Männer, die hier unterwegs sind. Was kommt noch dazu? Ja. Ja, alle Stürmer fehlen noch. Auf der Außenbahn suchen wir noch welche. Aber sind wir jetzt in wirklichen Gesprächen, in guten Gesprächen, haben noch ein paar Namen, die wir wirklich auch zu haben, weil sie unsere Favoriten sind. Und das wird sich aber, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Wochen aufklären. Was sind die nächsten Schritte jetzt in dieser Woche? Das Spiel am Wochenende in Gargo? Genau, die Jungs müssen jetzt reinkommen. Gibt einen klaren Trainingsplan, wie es jetzt vorangeht. Am Samstag ist das erste Testspiel und Maxi ist in den Gesprächen. Und bei den Gesprächen stoße ich so dazu, wie ich kann. Und gucken, ob wir da die Spieler bekommen, die der Trainer haben möchte, die Maxi haben möchte. Wir können nur die Daumen drücken und alles Gute wünschen. Dankeschön. Ja.